Miau, miau. Miau, miau. Wir haben wir Haus rausgebracht. Ja. Oh, schauen wir mal. Kommen wir endlich. So, anfangen, ne? So einfach, nicht. Okay. So. So. Hi. So, ja. Ist es wieder soweit. Heute sind wir nicht gesponsert von Monster. Von Gonza. Gesponsert von Gonza. Wer diesen Fall gesehen hat und immer noch leidet, ist er. Ja. Ja, ich habe gesehen, ich muss das ja auch trinken. Ich finde, das Meme musst du einblenden. Baby, you barely touched your guns. Ja, ich weiß aber auch, es ist so widerlich. Du wirst niemals das Zeug mit gutem Bier. Nein. Nee, keine Empfehlung. Okay, das schmeckt Porsche nicht so gut. Nee, geht's auch noch? Ja. Gehst du nicht vermeint. Das nicht. Das weißt du mal. Kein Werbepartner. Okay, lass uns in die Zeitung gucken. Okay, du hast wieder Post gekriegt. Ich habe Post gekriegt. So, Ausgabe 26/27. Wundervoll. Ja, hier ist dein... Elfen. Einfach erstmal Elfen. Elfen. Und Gorka-Morka. Gorka-Morka ist immer noch das Beste. So, das macht am meisten Spaß. Aber ich weiß gar nicht, ob hier da jemals noch irgendwo was Gutes kommt, den Markt versammeln. Ja, gut. Bemalanleitungen. Ja, aber halt wirklich nur Bemalanleitung macht den neuen Schatten drauf, weil ich glaube, hier waren Farben drin. Ne? Ja, ja. Jetzt hast du ja schon gespoilert. Ich habe mich ja extra noch so geil. Zwei Stück noch an Contrast. Refound Orange. Und Call Red Quiet ist ja so ein richtiges. Das ist klassisch. Ja. Also, das ist eine sehr, sehr gute Farbe, finde ich persönlich. Also, kannst du für Brook nehmen, mischte mit ein bisschen weißer Lack. Hier, Klarlichtsichtlack. Mhm. Und ist voll der geile Effekt. Klarlichtsichtlack. Klarlack. Der für den von Vincent Newton keine Werbung. Okay. No Werbung. Weil bezahlt. Weil nicht bezahlt, ja. Aber da gibt es günstig und dann Massen. Ja. Den muss ich wirklich, ja. Ja, also ein Contrast und eine Farbe heißt, preislich ist das mehr oder weniger ein Nullsummenspiel. Ich persönlich mag es, dass Contrast drin sind. So, ja, weil kann halt mal ausprobieren. Orange, also finde ich, ist schon speziell. Ja, ist schon sehr speziell. Was heißt aber damit Griffhound bemalen können? Irgendwann mal ein Jahr dazu. Vielleicht in der nächsten Ausgabe. Ja, aber du bist ja auch nicht alle angeschmalen, ne? Also ist das denn hier bemalt? Also gut, der ist wieder Spielregel, das ist egal. Aber das Bemalen ist nicht da am Start. Ja, doch, der hat ja diese großen Hund gemalt. Weil ihr wirklich das mit Griffhound. Das wäre jetzt die Frage. Ich würde gerne mal sehen, wie es aussieht, oder? Okay, weil bei der. Wir nehmen hier noch Conrad. Bei den letzten Contrast, da war ja in dem Heft wenigstens noch ein Bild, aber ja, von diesem Vogel, wo wir gesagt haben, das sieht dafür okay aus. Mir genau, das finde ich als Antwort. Jetzt weiß ich ja gar nicht, wie das wirkt. Genau, das sieht ein bisschen sich nicht an. Sonst Conrad, was benutzt wurde. Ja, okay. Gut, ein gutes Vogel. Nee, ist ruhig. Ich spoiler mal in die nächste Ausgabe so rein. Na, ja, guck mal, was da so drin ist. Das da mal eigentlich einer benutzt als Bauanleitung. Griffhounds drin. So, nein, ich habe gehört. Okay, also hier ja, benutzen wir das dann auch für. Ja, hier ist dann auch Griffhound Orange. Das heißt, die haben deinen Farb schon mal vollgebracht. Also die Ausgabe ist. Ja, das Lore. Also tatsächlich, hier ist ein bisschen Lore drin. Du hast die Elfen mit drin, du hast Gorka-Morka mit drin. Also Kane, Idoneless, also Luminas. Ich glaube, Kane, Nedobs, Kane, Fischos, Coolness, Idoneless. Und halt ein bisschen Gorka-Morka als göttliches. Das ist für mich. Persönlich das so. Beste an der Ausgabe? Ja, das ja wirklich. Also, Kreuzung der Boden des Morgens, NASA, jede Städte Sigmas für das Kreuzung, bla. So, das groß gewesen. Das ist ein bisschen die Story, ne? So, ja, den Berg versammeln, ja, das ist nett. Das finde ich persönlich wirklich nur nett. Ja. Hier sind noch Anführernamen. Ist aber nicht das Space Orks. Es scheint mir nicht richtig. Ich glaube, das ist laut anwesend. Ich wollte gerade sagen. Ja, aber das ist halt wirklich so von der Zeitschrift her. Okay, ja, und hier ist auch tatsächlich, also das ist ja ein bisschen schade, wirklich nur dieses Call Red, ne? Nur so Call Red, ja, Farbe, immer benutzt. So zwei, dreimal irgendwo ein Schweif und ein paar, ja, genau. Härchen ist. Es ist ein bisschen ist schmal, ne? Nicht wirklich sehr mag. Also bei den ersten Lieferungen, die richtig gut insgesamt, da war ja viel Gutes drin. Obwohl da auch nur ein Farbpaket war, aber da war halt die Bemalung immer geil und auch die Gegenüberstellung. Ja, die Klasse Sachen, das war wirklich gut. Aber hier so, halt kannst du dir sparen. Ja, das war die Lore halt. Also eher meine Ausgabe, die
Also, ich hol die nicht ab. So, weil Preis ist 9,90 Euro für beide. Ja, ich finde das nett, dass ich da noch eine Contrast-Farbe drin habe. Das Conrad ist so eine Standardfarbe, die man einfach mal haben sollte. Oder diese blutrote Farbe, also ich habe eine Blutrotfarbe. Das ist jetzt nett. Also, das ist cool, ich nutze das relativ häufig und gerne. Ja, klar. Das ist ja das Standard. Deswegen aber ein Orange als Contrast, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt so geholt hätte. Also ich habe, glaube ich, auch keins. Ich nutze auch nicht so viel Contrast. Der Luft ist orange. Also der Orange ist eine seltene Farbe eigentlich. Was ist das für deine zukünftigen Lungs bald machen? Sind hier orange? Haben wir so viel Kürbis gegessen? Also ich wollte eigentlich ein bisschen Brot machen. Vor allem mit Orange. Ich war die Ratten alle. Das ist sehr cool. Wobei die will ich haben, wie so Fleckmäuse. Also werde ich eigentlich endlich mal. Hoffentlich ist Lungenwiese und so. Ja, ja, no, ich bin gespannt. Ich auch. Das ist ja auch dein Projekt 2074 oder was. Ja, genau. Vielleicht ändert sich auch mal die Idee. Genau, die Tyranniden noch aus der. Darum stimmen die alten. Ja, ja. Reden wir nicht drüber. Aber dafür komme ich langsam, aber stetig immer so ein bisschen voran, was die Soulblades angeht. Ja, aber es ist ja jetzt gerade an der Spearhead. An der Spearhead-Fähigkeit. Ja. Okay, dann lass uns doch zur 27 gehen. Super. Vielleicht machen wir uns etwas glücklicher. Ich finde die Modelle lustig. Es sind 4 Jahre drin. Nein, 6. Also zumindest steht auf der Ausgabe 6. Ja gut, ja, 6. Ich finde es noch 4 Plastik. Ja. So, also das ist so, das finde ich halt nett. Also ich würde es so viel vorher auf dem großen Base, ne? Also Hunde mit Greifenköpfen quasi. Ja gut, also ja, ich mag halt so nicht auch so ein bisschen Monster-Fable und so. Und da finde ich das auch ganz cool. Sehr Ehrenmünze, ne? Ja, Monster-Fable. Hier ist eine Untergeschichte drin, die fortgeführt wird. Hier läuft Teil 2. Finde ich immer cool. So, aber lösen wir schon mal kurz auf 2 Seiten. Ja, hier auch wieder leicht zu lesen. Eigentlich ganz cool gemacht. Und wieder Fortsetzung vor. Und jetzt genau. Teil 3, da wie halt. Also ich hasse ja so. Das ist ja andersrum. Du hast es, kannst es dann lesen, dreifaltig, diese Motivation ist hoch. Das sind Leute, die nicht viel lesen. Ja, das ist einfach. So, ja. Da kommen die Griffhunde. Was ich gut finde, ist, dass es 6 verschiedene Posen auch tatsächlich sind. Ja, genau. Du wählst halt aus, was die für Elemente haben. Oder für Namen. Blitz, Archibald, Schafblick, Kralle, Flüster oder Eisklau. Das ist doch kein Element, das sind einfach Namen. Das ist der Herkunft, steht da auf. Das ist ja ein bisschen wie die Hunde, die alle aus demselben Wurf und wurden dazu erzogen, gemeinsam zu kämpfen. Als Welt bewiesen sich diese Griffhunde, also jetzt Archibald. Kannst du die dann bemalen wie die Rentiere von Slater? Das wird auch wieder was an deinen Schlitten spannen. Ja, das ist tatsächlich was. Also als. Es gab doch letztens, vor 2-3 Ausgaben gab es doch den Streitwagen. Dann nimmst du die großen Viecher weg und machst die 6 kleinen. Das ist auch geil, ne? Das ist eigentlich cool. Wenn ich nicht schon 1000 Projekte hätte, wäre das ein cooler Umbau. Ich gehe bei mir auch davon aus, dass ich vornehmlich in Zukunft eher kleinere Projekte mache. Also die eine 40k-Armee, die Dings, die Mechanicals halt. Und dann so Spearheads oder so, finde ich halt ganz cool. Oder dann Umbauten, so kleine Dioramen. Also, du hast ja auch den Streitwagen, ne? Streitwagen. 6 davon. Für meine Anleitung, ja, haben wir jetzt. Kommt jetzt mal ein Tipp zu dem Contrast? Ja. Cool. Oh, genau. Orange, das ist jetzt graue, orangene Haut. Orange Haut hell, orangene Haut dunkel. Dann noch gedrybrushed. Genau, und dann nochmal mit der Truhe gegangen wird. Also hier ist wieder ein bisschen. Ich finde es mit dem Drybrush gar nicht cool, aber ich finde, das ist ein bisschen blasser. Also wenn, dann würdest du aber fast wahrscheinlich so lassen. Ja. Also das ist halt so, ja, finde ich auch persönlich. Oder du machst halt vorher den Kleiner drüber, dass du die Highlights setzen kannst. Wie man sagt, ist Laptop. Also wer das noch nicht kennt, sie nennt es überall, ist Laptop. Ja. So, aber dann wirkst du halt Dreibrush drüber oder mit der Airbrush halt vorher schon deine Höhen und Tiefe und machst einen Contrast oder Speedpad oder sonst was da drüber. Dann wirkt 1000-mal besser als so. Und danach kannst du ja theoretisch immer noch mal ein bisschen mal. Aber ich finde es nett, dass sie das hier mal durchsichten, ob die Federn erwähnen, ja, dass sie die nochmal extra machen. Und überhaupt, ich glaube, Dreibereich-Technik haben wir die schon mal so. Ich bin mir nicht sicher. Glaube schon. Aber es ist auf jeden Fall wieder eine sehr bemalte Leitung, ja, halt, also mehr von der guten bemalten Leitung, wie ich es finde, als sonst ist auch nur wenig, wo du halt so viele verschiedene halt dann aufbaust. Ja. Nett. Ja, zu den Köpfchen, was können die? Also nicht so mega viel. Das sind, glaube ich, eher so. Ich sag mal, um Zielmarker zu halten, um Zielmarker zu verweigern, um
Also das ist jetzt nicht so die mega punchy Einheit, ne? Oder um Spielfeldviertel zu halten. Die kosten aber auch nur 90 Punkte, was natürlich für Stormcaster günstig. Schnell sind die, weißt du das? Boah, der MSC ist, schau mal, ob dann. Also hier ist ja was anderes drin. 9, ja, das ist okay. 9 ist für eine Infanterie, ist das gut? Ja. Soll 2 Leben, kein Schutz, ist auch nicht schlecht. Eigentlich, also zum Vorschicken, weil der am Kreuz irgendwie ein Degel oder halt, ne, irgendwo in so ein Spielfeldviertel, weißt du, halten musst. Ja. Oder halt einen Marker verweigern. Ja, was ich hier eine Sache hatte, die ich gut fand jetzt, also wenn man Regeln nochmal mit einnehmen möchte, vor allem auch für die Verteidigung. Also die Command haben das. Das gibt es ja auch noch. Also, das gibt es auch noch, deswegen sage ich das, das ist eigentlich ganz cool, dass ihr das hier nochmal erklären wollt. Das ist so eigentlich einmal der meistgenutzte Command, den man hatte. Also bei der Command Point war es immer voll Angriff oder voll Verteidigung. Also ich war voll Angriff und dann wollte Verteidigung. Das ist so, wenn er noch Command Point hat, Reflux, ja. Zack, boom. Genau. Hat oft geholfen. Der, und auch wirklich so eine Einheit mal gerettet hat vor der Verteidigung. Ja. Von Angriff. Ja. Er geht. Ja, das ist ja etwas besser. Aber du musst dir dann noch verwunden, dann muss der Gegner. Also die Vollverteidigung finde ich im Verhältnis stärker als ja, Vollangriff. Was ich bei Vollangriff sinnvoll finde, ist, wenn du eine Einheit hast, die schwer trifft. Ja, ja, genau. Zombies, hier die viele treffen, genau. Treffen auf einmal als Rollei. Und wir machen die mega heftigen Outputs. Für solche Sachen ist das wirklich cool. Ja. Ist einfach das System, was die Bremse soll, so ein bisschen aushebelt. Ja. Also, dafür ist Vollangriff geil. Vor allem. Also, klar, es gibt auch noch andere Situationen, dass ja, voll ist. Aber da macht sich das wirklich bemerkbar, wenn du einen schlechten Treffer wurf hast sonst. Ja. Das ist okay. Im Vergleich zur 26 ist nicht nur, dass halt da wertigeres Plastik drin ist, das kostet halt UVP 25 Euro. Gut, das ist jetzt nicht der Riesenersparnis, aber die Zeit ist das auch noch vernünftig. Ja, also ich zwei mal. Einziges Manko, die Bemaler löschen mir nur mit der Voredition vernünftig klaut. Das war bei der anderen irgendwo mal besser, wo die Farbe drin war. Da war nämlich in der Ausgabe auch dann der Hinweis, wie du malst. Ja, gut, aber das können sie jetzt nicht nochmal bringen, weil das hatten sie ja schon. Ja, aber das Splitten ist halt nicht der richtige Weg irgendwie. Oder? Ja. Nein. Naja. Ansonsten, wenn die Regeln noch passen würden, finde ich die Regel auch nicht ganz, weil ich nämlich die Attackenfolge drin erst, weil die finde ich auch immer wichtig, dass du weißt, wer schlägt zuerst, wer schlägt zuletzt. Ja, ist aber jetzt auch ein bisschen anders. Das, also, beziehungsweise genauer definiert. Ja, 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 genau. Also, das ist ja das heißt, da Erstschlag, Letztschlag und normaler Angriff und alle, die Erstschlag haben, greifen zuerst an. Ja, die normale Angriff haben, greifen dann an und alle, die Letztschlag haben, greifen dann. Und hast du klar den Bonus Erstschlag und den Bonus Letztschlag, greift dann nämlich an eben an. Fertig? Ja. Das ist wieder normal. Relativ simpel. Also, das ist immer reduziert. Genau. So, und dafür haben die hier zwei Seiten im Raum. So. Ja. Ja, Griff und gut. Das heißt, Ausgabe 27 ist eher wieder gut. Ja, ist okay. Also, gut. Nee, aber okay. Also, für die Runde, die finde ich durch. Preislich sind die gut. Also, jetzt, die mein Zeitraum ist nicht schlecht. Dafür, dass die der Regelteil eigentlich obsolet ist, oder? Ja. Aber jetzt für mich persönlich ist das. Ja, ja, okay. Wäre das jetzt Material, ja, ne, dass ich irgendwo mal. Also, oder vielleicht stelle ich da irgendjemanden drauf, der da gerade einen zerquetscht oder so in die Luft hebt oder so. Ja, das ist halt auch fahr. Ja, so. So ein richtig Tom-Castle-Turner. Jetzt ist ja auch ein bisschen dynamisch in der Pose. Ne? Ja, das kannst du auch wirklich irgendwo noch so als Kombatant auf dem Base backen oder als Opfer. Ja. Hast du ihn so einen drauf treten lassen? Oder sonst in so einen Direwolf da so reinbeißen lassen und dann den Ausladewinseln und dann so Blut runter drauf. Ja, dann musst du dann eher gucken, was der hängt. Aber gut, du machst das schon. Ja, ja. Also für eins dann viel Umbauprojekte. Ja. Okay, also 26 mit 27. Okay. Ja, würde ich. Also nicht schlecht. Also, hätte ich mal auch so im Laden Bescheid gekauft, würde ich dann. Ja, also ja, einfach, weil du so 6 Püppchen hast, die du mal individuell verbauen kannst. Ne? Ja. Wenn du es als Reihe siehst, finde ich es gar nicht so schlecht. Weil dann ja, brauchst du die für deine Armee, damit du damit wirklich arbeiten kannst. Ja, also insgesamt. Ja, okay. Also, ich mag die Farben, aber es ist halt insgesamt so. Das passt mir irgendwie so gut, eigentlich. Ja. Ja. Voll. Wie findet ihr das denn? War die gut? Nicht so gut? Habt ihr das Abo einzeln? Hat sich das jemand einzeln gekauft? Entschuldigung. Wir haben niemanden ausgeladen. Ich schwöre, wirklich, ich schwöre. Lieber auf Frieden. Nee, das ist was anderes. Ja, gut. Wir schauen mal, wir gucken mal. Du hast ja noch mehr gekriegt in deinem Abo-Verfahren. Genau. Ja, wir gucken in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es wird besser. Ich bin. Also, ja, ich habe den Kiste aufgemacht. Warte, ist das die richtige? Ja, ja, richtige. Ich habe die Kiste aufgemacht und war erstmal schon enttäuscht, dass so wenig Plastik gemacht. Zuletzt, nee, voll. Das war krass voll. Also, war.
Wollte ich schon überhaupt, das war Weihnachten. Das ist ja, tatsächlich, das machst du auf. Okay, ich mach ja dann auf, wühle einmal durch, pack die wieder ein, bring die hier ins Studio. Dann nimmst du sie wieder eingepackt mit. Genau. Und, aber ich habe die ganzen, wenn du möchtest, kann ich zu Weihnachten bei Formale einpacken. Dann kannst du nochmal aufmachen. Oh, das musst du einfach vergessen, willst du für mich tun. Ja. Ja, sehr cool, okay. Also, genau, hoffen wir, dass es besser weitergeht. Ja. Ich habe ja schon geguckt, also ist ja nichts, aber nein, ja, meinst du, ich mag das schon. Ich glaube, du findest gut. Ah, okay. Dann ist die Folge dann. Ciao.